Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode wieder mit dem HST und ich werde mal ganz kurz aufrüsten, damit wir wieder pünktlich sind. Und ich habe echt viele News für euch. Auf das gehe ich auch gleich ein, nachdem ich den Zug hier aufgerüstet habe. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Das wollen wir aber. Wir dürfen auch schon fahren. Denn los geht's. Wir fahren so ein New Measurement Train. Ein HST, ne? Schaut auch ein bisschen anders aus. In Gelb. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Coaches dazwischen. Und wir müssen erstmal nach Derby. So, aber ich habe News für euch. Und zwar bin ich in der letzten Zeit länger ein bisschen bei Alan Thompson unterwegs. Also wer es noch nicht kennt, ne? Ist ein Dude, der ziemlich geile Szenarien hat und auch coole Add-ons für den Train Simulator hat. Oh scheiße, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Wie mache ich das an? Scheiße. Ich weiß jetzt nämlich, für was die Punkte hier sind beim Tacho, ne? Und zwar ist es quasi eine Geschwindigkeitsanzeige, was du fahren darfst und was dir das Signal anzeigt, was als nächstes kommt. Muss ich mal parallel gucken. Manual. Da ist es ja. Wie ich das System anmache. Ja, das ist Vorbereitung, gell? MTU. Müssen wir gleich stehen bleiben hier. Steuerung P. Und jetzt geht's an. ATP, Automatic Train Protection. Da müssen wir auch anhalten. Da war auch die Warnung da. Ich glaube. Ja, das sitzt ja gerade. Das ist gerade beim Aufbauen. Meine TS-Sounds ein bisschen nach unten dreht. Weil ich initialisiert. Aber ich glaube, wir müssen umdrehen. Kann das sein? Nee. Glaube ich zumindest. Muss ich mal kurz nachschauen. Wir sind jetzt da. Wandern dann nach oben. Bis nach dahin. Ja, das müsste eigentlich passen. So, das Interface machen wir auch wieder kleiner. Hier braucht man nicht so groß. Und da sitzt es gerade. Signal Speed 25. Das ist auch an. Das dürfen wir fahren. Und das Coole ist, wenn wir zu schnell fahren, dann bremst er von alleine. Also das, wir sollen eigentlich entsprechend bremsen. Aber er wird es tun, wenn wir nicht bremsen. Wenn wir mal vorfahren bis zu einem Signal. Und ja. Ja, aber die Big News, was ich habe, ist, dass bei Alan Thompson gibt es ja Zubehör fürs DRS, das da, und auch so Türsteuerung. Und der Dude, der das macht, der hat eine Facebook-Seite. Oh cool, wir haben ein gelbes Signal. Mal ein bisschen Gas geben hier. Der macht auch Custom Builds und der hat jetzt gerade angefangen, die Controls da vom HSD, also da Bremse, Gas, Richtungswender, ABS, Horn Control nachzubauen als Custom Build. Und das kann man sich bauen lassen. Ist aber ziemlich teuer. Ich habe mit dem heute gequatscht. Na komm. Will nicht mehr Gas geben. Und der würde mir das da unten hier nachbauen. Das wäre mega geil. Ich meine, der Rail Driver ist ja auch schon ganz cool. Aber dann noch so einen echten Rebuild haben von den Controls da, vom HST. Die auch noch gleich. Ah, 30 dürfen wir fahren. Signal Speed. 60 dürfen wir jetzt fahren. Ich weiß nicht, was nachgegeben hat. Jedenfalls, da würde man das nachbauen. Nicht den Bereich da, ne? Von der rechten Konsole. Den hat er in einem Video schon präsentiert. Und da, das habe ich dann gesehen. Und gesagt, hey, ja, cool, kannst du das nachbauen? Weil er will es eigentlich sogar nicht anbieten als Custom Build. Und für 1100 Pfund würde er zumindest die rechte Konsole machen. Ich will aber noch den Controller mit dazu haben. Oh, ich muss mal schauen, ob wir da vorne ein rotes Signal haben.
Will ich jetzt nicht verkacken hier. Ja, wir haben ein Rotsignal. Da sollte man stehen bleiben. Aber ich habe das nie zuvor gesehen, dass das jemand funktionstüchtig nachbaut hat. Ich meine, ich habe heute auch entdeckt, dass Cobra One, heißt der Typ, für einen Raildriver einen erweiterten Treiber baut hat. Dass man den Raildriver mit Armstrong Powerhouse, Logs etc. besser bedienen kann, dass man Custom Mapping machen kann. Da bin ich gerade noch am Testen. Das läuft doch gerade im Hintergrund. Das Programm ist sich immer noch am Initialisieren. Dauert ewig lang, wenn man eine große Library hat. Weil ich wollte schon mit einer Class 90 ein Szenario machen. Das funktioniert halbwegs mit dem Raildriver, nur die Bremse geht nicht mehr. Das ist scheiße. Also wenn, dann will ich schon richtig fahren. Und da versuche ich das mit dem Tool von Cobra One irgendwie neu zu mappen. Schauen, ob das funktioniert. Alles werden wir dann sehen. Also wenn das Szenario dann rauskommt, dann hat es vermutlich funktioniert. Weil mit der Tastatur will ich es jetzt nicht mehr spielen, wenn ich schon den Raildriver habe. Naja, und jedenfalls, der Typ, der die Custom Controls macht, der meint halt, es wird halt einige Monate dauern, bis fertig ist. Aber ich glaube, das wäre es mir wert. Dann wäre ich schon so der Erste, der so ein HSD-Cap hat, was zumindest teilweise nachbaut ist. Das wäre dann ein ganz geiles Feeling da mit den Controls. Finde ich zumindest. Ich meine, wie steht's denn jetzt zu dem? Schreibt es mal echt in die Kommentare rein, das würde mich mal interessieren. Das wäre ja cool. Und was so unique ist. Aber halt echt teuer, ne? Und dafür über 1000 Steine kann man sich auch andere Sachen kaufen. So, und ich werde mal nicht so schnell hier. Aber könnte sein, dass wir vor mir dann ein Rotsignal haben. Ja, und das erste Mal, dass ich halt wirklich in der HSD mit einem ATP fahre. Und jetzt, er meint, wir dürfen jetzt 110 fahren. Aber was sagt das Signal? Doppelgelb. Ja, dann können wir ein bisschen Gas geben. Ah ja, vermutlich habt ihr es vielleicht schon gesehen. Ich habe die Auflösung angepasst. Ich bin jetzt auf ganz normalen Full HD. Gibt es jetzt nichts mehr Abgeschnittenes. Also bei mir ist es ein bisschen abgeschnitten. Also im Sinne von, der Monitor ist jetzt voll ausgefüllt. Aber für euch habt ihr quasi die gleiche Ansicht, wie ich es jetzt auch sehe. Ja, und grün. Wunderbar. Oh, meine Außenansicht. Dann wird sich da ein HST für das zu verwenden. Ja, aber die dann, also ich glaube, ich schaue bei dem Zug ein bisschen anders aus, wenn es ein Messzug ist. So, dann machen wir das Spiel mal ein bisschen lauter. Vielleicht nicht ganz so laut. Ungefähr so. Weil der HSD-Motor ist immer noch ein Geister. Der muss schon mal hören. Ja, ich mach's mal kurz gemütlich beim Fahren und bin dann gleich wieder bei euch. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. 110 dürfen wir fahren. Zeigt der Tacho auch an. Und ich werde dann mal ganz bewusst, oh, doppelgelb, mal kurz zu schnell fahren, damit es ausgeht.
um zu schauen, was passiert. Ich habe das Teil noch nie angehabt. Ich wusste auch gar nicht. Also ich bin immer die Valenta-Version gefahren. Ich glaube, ein Szenario bedingt. Und die MTU-Version von Armstrong Powers hat das System eben aktiv. Das war bis heute gar nicht klar. Ja, mal gucken, was jetzt gleich passiert. Ich glaube, wenn ich dreimal zu schnell bin, dann fängt es an zu reagieren. Ja, jetzt. Wir müssen auch wirklich in die Eisen. Jetzt ist aber auch wieder grün geworden. Also wieder Gas geben. Okay, das klingt. Das klingt schräg. Besser. Das Licht wieder ausmachen hier. Ah, und da wird einfach gelb. Hier diese Strecke von Just Rains. Finde ich immer echt schön. Siehst du, jetzt blinkt es bei 100 beim Tacho. Haben wir auf 100 runter sollen, aber wir werden noch weiter runter gehen. Wegen dem Signal. Ich meine, vom Steuern her ist es mit weiter aber ja auch schon ein mega Enhancement. Aber wenn ich dann die Controls von einem HSD habe, mit dem entsprechenden Feedback, also ich schau mal, ob ich das Video dann hier einblenden werde, was er da gemacht hat. Das wäre so mega nice! Mein HSD ist einer meiner Lieblingszüge. Am Platz Nummer 1 steht die Class 37. Da das Cap nachgebaut zu kriegen, das wäre auch geil. Aber das Cap ist halt ein bisschen schwieriger umzusetzen, ne? Und die von der Class 43, vom HSD, das passt irgendwie besser da auf das drauf, zum Fahren auch. So, also wie steht das Signal jetzt? Normal. Grün, können wir Gas geben. Ja, bin schon ein bisschen gehypt. Naja, und das Szenario hier dauert auch gar nicht so lange. Getimed für eine halbe Stunde. Aber das wollte ich eigentlich nur für diesen User-Update da erstmal quasi verwenden. Und natürlich das ATP ausprobieren hier. Coole Sache eigentlich. Jetzt auch richtig, eben. Jetzt zeigt er schon an, dass man nächste Beschränkung 80 sein wird. Ich glaube, wir haben eigentlich eh nur fahren, fahren und halten. Ich glaube, wir könnten das Interface mal komplett ausblenden. Wovor ich fast nie. Machen wir es doch einfach mal, ne? Da links die Strecke ist übrigens auch richtig schön. Da gibt es ein paar Szenarien, die da entlang gehen. Ist glaube ich ein zusätzlicher Saison für die Strecke. Aber echt schön.
Jetzt muss ich halt recht auf die Tafel gucken. Inklusive ATP. Bin ich auch richtig fahre hier. So ohne ganz ohne Anzeige. Das wird spannend. Also wenn ich so ganz ohne Anzeigen fahre, traue ich mich fast nicht nach draußen zu gucken. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Aber ja, andere werden jetzt sagen, ja, das ist Realismus, so fahrt mal halt, ne? Cool wäre es ja mit den HSD-Controls, dass ich halt dann effektiv die Notches einstellen kann, weil mit dem Waydriver, der jetzt durchgehend ist, der hat ja so eine Kombi-Gas- und E-Bremse als Gashebel, da muss ein bisschen nach Gefühl gehen und muss hören, wann es das Klick hier gibt, wenn er hier die Notch verstellt. Ja, das war natürlich eine Challenge gewesen, mit der 500 Meilen Tour das so zu fahren. Aber ich glaube, ne, da glaube das ist immer die Valenta Variante gefahren, die hat das ATP sowieso nicht. Schnell. Ja, runter vom Gas. Ich mal noch kurz gucken, wann ich ankomme. Kann man das so angucken? Passt. Frag mich ja, was das Teil da vorne genau macht. Dann hat sogar einen Scheibenwischer und dort eine Kamera drin. Ist das wirklich nur für eine Kamera da? Der Aufbau? Wer weiß.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Raydriver die Geschwindigkeit nicht anzeigen kann. Das kann er bei den meisten Lokomotiven machen, aber bei der Class 43 von Absolute Power kann er das nicht. Also ich muss so wie ihr auf dem Dach gucken. Mindestens wenn ich jetzt so fahre. Aber sieht aus, als wenn wir problemlos bis nach Sheffield kommen. In aller Halt. Tja, und da hat es gegriffen. Hätte ich mal nicht rausgeguckt. Scheiße. Bremse, geh weg. Scheiße. Ich weiß jetzt aber nicht durchgehend, oder? Nee, oder? Oh, come on. Shit. Okay. Das, ja. Total mein Fehler. Aber geht die Bremse jetzt wieder los? Nee, tut sie nicht. Was willst du, dass ich tue? Okay, da muss ich mal ganz kurz ins Handbuch gucken. Mal schauen, was da jetzt abgeht. Ich melde mich gleich wieder. Ja, da bin ich auch wieder da. Ich glaube, wir haben eine Verspätung, denn man muss eine spezielle Tastenkombi drücken und ich habe jetzt einfach mal ein bisschen rumprobiert und habe es dann jetzt rausgefunden. Die Bremsen sind jetzt wieder gelöst, wir können jetzt wieder fahren. Aber war 100 pro eine Verspätung. Der Rest jetzt eigentlich noch richtig eingestellt? Halbwegs. Das war jetzt aber scheiße. Tja. Aber was soll's. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Und ja, weniger rausgucken, ne? Ist die Antwort. Aufpassen, was das System sagt. Echte Lokführer kann ja nicht einfach so rausgucken. Ja gut, könnte die Fenster kannst du nicht. Oder kannst du? Doch, sieht so aus, ne? Ich glaube, ich könntest du. Aber du wirst zumindest den Alarm hören. Ja, scheiße. bitte köpft mich nicht. Aber zumindest haben wir jetzt mal gesehen, wie das ATP-System funktioniert. Da gibt es erstmal eine Zwangsbremsung, wenn du zu schnell bist. Und nicht bremst. Naja. Shit happens, ne? Gut, dass wir zu keiner bestimmten Zeit ankommen müssen.
Aber mal hoffen, dass bis zum Ende jetzt da nicht nochmal so ein Kack passiert. Man schaut, dass man hier unten nicht hinklicken kann, weil das links der rote Button da, der wäre wohl eigentlich der Button zum Drücken, aber den kann man hier nicht drücken. Das ist eine echt blöde Tastenkombi. Also mal schauen, ob ich mir das irgendwie auf den Raildriver rauflegen kann, dass ich das drücken kann, wenn es passiert. Ich ja gerade echt nicht mehr nach draußen zu gucken. Ich habe keinen Bock, dass das jetzt nochmal passiert. Ich glaube, für die Rest der Tour bleibe ich ja wirklich mal im Cap drin. Das ist doof. Ich hatte ja auch keinen externen Alarm gegeben, dass ich das ihm gesehen hätte. Ja, okay. Das hat jetzt funktioniert. Ich glaube, damit kann ich arbeiten.
Also in 4 Meilen müssen wir anhalten. Ich traue mich jetzt gerade nicht so wirklich Gas geben auf 90. Oder? Glaube ich, waren 4 Meilen. Mal gucken. Naja, 3,3. Mal gucken. Also gemäß Tafel kommt da noch ein 15er auf uns zu. Ist nur die Frage, wann? So, eher so eine hat. Nee, den mache ich jetzt auch nicht an. Shit. Bleib ich noch stehen? Das war gerade Emergency Break. Und bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Puh. Jetzt kann ich mal da draußen gehen. Hui, hui, hui. Aber haben wir das rote Signal einfach so? Lemisi und die Hut. Ich schau mal, ob ich... Oh, ich darf drüber fahren. Okay, wunderbar. Ja, dann machen wir das mal. Das Hut geht wieder weg.
Ja, ich glaube, auf dem Gleis da, wo wir jetzt gerade einfahren, soll man dann auch stehen bleiben. Ja, und sorry für den Zug da rechts, weil der hat garantiert die Verspätung wegen uns. Aber sorry, Kollege. Die Shortcut ist. So, that's a bit. Ja, liebe Leute, würde mich freuen über eure Kommentare, was ihr so denkt, ne? Und soll ich mir das echt mal so ein Cap-Rebuild vom HST? Würde es ja schon echt reizen, ne? Aber 1000 Steine, das ist halt schon was, ne? Aber ja, wir beginnen Kommentare und soll ich das mal öfter machen, komplett ohne Hard fahren? Das wäre was. Naja, nicht so ganz well dann. Liebe Spiel. ATP ist ein bisschen ein neues Ding für mich. Ich werde auf alle Fälle noch ein Szenario aussuchen mit einem ATP. Aktiv und dann ohne halt mit dem Fahren. Mal schauen, wie das so ist. Also, liebe Leute, bis demnächst hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.